Ariel! Komm doch bitte mit uns, Ariel! Wir müssen dir unbedingt was zeigen. Ist eine ziemlich hübsche Statue, was? Ein Prinz? Siehst du den Kram? Gar nicht so schlecht. Und meine Sammlung ist garantiert echt. Findest du nicht, Ariel? Ist die schon alles hat? Schätze und Zeug zeig ich dir. Nichts übersteigt mein geheimes Revier. Doch fragt sich noch Ariel, doch, ob sie alles hat. Ich hab Schnickschnack in Hülle und Fülle. Ich hab Krimskrams und Krempel und Co. Willst ein paar Dingsbumse? Ich hab viele, doch so viel hätte ich anderswo. Dort, wo ich auch wie ein Mensch sein kann, dort will ich auch mal im Kreise tanzen. Dort geh ich auch mal zu, wie sagt man das? Oh, Fuß. Ariel, also wir helfen dir gern, weißt du? Oh nein, mach das nicht noch schlimmer! Das sagt der Richtige. Ja, du wolltest dir Vater alles erzählen. Oh, was soll ich denn machen?
Das ist richtig aufregend. We'll be right back.
alle kommen. Gut sehen wir aus. Ja. Aber die Gegend ist ein bisschen unheimlich, was? Und weh. Oh. Herzlose? Ich weiß nicht, Zora. Ich glaube eher, das sind Einheimische. Nicht um uns. Wir sind nur auf der Durchreise. Ja, stimmt genau. Ach was, wir würden uns tierisch freuen, wenn ihr zum Essen bleibt. Wir haben aber nichts zu essen mitgebracht. Wir haben euch trotzdem zum Fressen gern. Donnerwetter, Zora, ich glaube, wir sind das Essen. Wolf! Und bleib so! Immer wenn's am schönsten ist, brüllt einem Scar dazwischen. Lass ihn doch brüllen. Nein. Sehen wir lieber nach, was er will. Seine Laune ist eh schon mies genug. Na schön. Keine Ahnung, was das sollte, aber nochmal mit heiler Haut davongekommen. Auf vier Beinen ist alles viel schwerer. Übel, mach den Meister! Ich hab den Dreh raus. Komm, ich zeig's dir. Denkt ihr, was ich denke? Herzlose! Was tun wir jetzt? Überlass das uns! Alles klar! Nimm das! Und das! Oh, no. Herzlose, keine Frage! Danke. Ihr habt mich gerettet. Wir sind froh, dass dir nichts fehlt. Hast du hier noch andere Herzlose gesehen? Herzlose? Nennt man die so? Ich weiß nicht, ob hier noch mehr von ihnen sind. Ich jage für gewöhnlich nicht außerhalb des geweihten Landes. Geweihtes Land? Sag, weißt du, ob vielleicht jemand namens Riku dort ist? Oder ein paar Schurken in schwarzen Kutten? Oder vielleicht ein fieser großer Kerl namens Carlo? Ach egal, wir können ja trotzdem mal dort nachsehen gehen. Wartet, das geweihte Land ist gefährlich.
Scars Hyänenlakaien haben die Situation dort unerträglich für uns gemacht. Die Hyänen nehmen uns die Nahrung weg und vertreiben die Herden. Wir verhungern noch bald. Wir kommen schon klar. Du hast doch gesehen, wie wir diese Herzlosen gerade besiegt haben. Das stimmt wohl. Das Königreich könnte solche wie euch jetzt gebrauchen. Vielleicht könnt ihr uns tatsächlich helfen. Du meinst, wir sollen diesen Scar und seine Hyänenbande vertreiben? Scar! Er übernahm nach dem Tod unseres letzten Königs Mufasa die Nachfolge. Dieser Typ ist also euer jetziger König? Du willst, dass wir euren König entthronen? Warte mal kurz. Wir können nicht einfach so Könige vom Thron stoßen, wo wir hinkommen. Ich meine, wenn sie sehen, dass ich stärker als ihr König bin, bieten sie mir vielleicht die Krone an. Was dann? Sora! Dann müsste ich natürlich ablehnen. Trotzdem, ich würde gerne das geweihte Land sehen. Also sollten wir ihn unter die Pfoten greifen, ja? Geht das schon wieder los? Sie geht voraus und erzählt den anderen von uns. Wir sollen sie an einem Ort namens Königsfelsen treffen. Das ist er. Was denn? Stimmt was nicht? Ich habe Rafiki erzählt, dass ihr uns dabei helfen könntet, Scar und die Hyänen aus dem geweihten Land zu vertreiben. Aber er meint, das wird nichts. Wisst ihr, derjenige, der das geweihte Land befreit, wird unser nächster König. Und er muss über die richtigen Eigenschaften verfügen. Soll heißen... Ich glaube, sie meint, du hast nicht das Zeug zum König, Sora. Tut mir leid für die ganzen Umstände. Ach nein, schon in Ordnung. Geht jetzt besser, bevor Scar erfährt, dass ihr hier seid. Es tut mir wirklich leid. Kurze Auszeit!